Möchte einer von euch Proteine haben? Ich. Ich glaube, wir alle. Warte mal, ich habe auch noch mal was Fertiges hier. Liegt auf dem Boden. Braucht ihr noch was? Wenn du noch was hast, würde ich was nehmen. Warte, hier ist noch mal Riesenquillenfleisch. Liegt vor mir. Dankeschön. Und die Apfelschnecken sind fertig. Ja, ich muss mal eben gucken, dass ich irgendwie Wasser zum Waschen finde. Da, wo Basti und Luzi gerade waren, war Wasser. Ich glaube, da war Safka. Ich habe hier so ein komisches Dreieck an meiner Gesundheitsanzeige. Was heißt das? Das habe ich mich auch schon gefragt. Warum sollen wir hier schon wieder eine Leiche verbrennen? Da liegt einer am Baum. Am Baum. Oh, shit! Seriously? Also wenn ihr was noch was haben wollt, ich habe jetzt noch zwei fertige Stücke. Und zwei sind noch auf dem Grill. Oh, ich habe jemanden gehört. Ist hier der Typ da. So. Guck mal, hier liegen die ganzen Kokosnüsse. Die Kokosnussschalen. Ich glaube, die Knochenzüngner-Schuppen sind vermutlich für einen Verband, ne? Ich glaube, ja. Bei Verbrennung oder sowas. Zumindest kenne ich das aus dem Kontext hier, wo sie dann irgendwie die Fische auf Verbrennungsopfer da machen. Was ist das für ein Geräusch? Lara. Was? Ja. Laras Ventilator da. Entschuldigung. Ja, das ist die Klimaanlage im Hintergrund. Wir hatten da schon Pekari erlegt. Ich nicht. Ich glaube, das war Luzi. Ja, sie tanzt gerade so ein bisschen. Yay, yay. Deswegen war die weg. Was heißt das nochmal, wenn meine Uhr die ganze Zeit aufblinkt, nur dass ich irgendwie was brauche, ne? Wahrscheinlich, ja. Ich hab mal gespeichert. Gute Idee. Wollen wir dann, wenn es wieder Tag wird, den Typ in der Höhle da mal helfen gehen? Ja. Das ist noch einmal Pekari-Fleisch. Soll ich das einfach mal einpacken? Ja. Jetzt besser, Luzi? Ich hätte noch ein Bidon voll. Gib Luzi mal das Pekari. Ja. Bitteschön. Ich hätte jetzt fast nicht dran gedacht, dass ich mir im Feuer wehtue und wäre fast reingerannt. Heieiei. Nur fast. Ich hätte ein paar Fischschuppen.
gut, ich habe noch ein Stück Ara auf dem Feuer. Brauchst du das auch noch? Ich werte das als Nein. Ich habe jetzt nochmal einen zweiten Bidon gemacht. Ich habe 3 volle Bidone im Sack. Mhm. Brauchst du was? Verband? Schulter? Eine Umarmung? Eine Banane? Kleine rote Pilze. Meinst du die Parasitenpilze? Ja? Okay, Moment. Wie viele? Ja, genau, Bashur. Notier dir das mal. Hami hat 3 volle im Sack. No? What the fuck? Basti. Oh, ich bin am Arsch. Wo bist du denn? Ich bin am Arsch. Das ist keine Antwort auf unsere Frage. Ich habe versucht, einen Baum zu fällen, aber der will nicht gefällt werden. Ah, ist das vielleicht der mit den Dornen, von dem ich eben erzählt habe? Ja. Dann habe ich das Dunkel nicht gesehen. Okay. Und nun? Ja. Da sterbe ich halt nur. Ich habe jetzt 2 Toxine hier. Also 2 Gift. Was hilft beim Giftverband? Bei Gift Funkchen? Oder Tabak? Hast du Wunden? Ob ich hab Wunden, oder zeig mich hier irgendwo so an. Luzi hat dir da schon mal einen Tabakverband hingelegt. Muss ich also irgendwie aufspießen, ne? Danke sehr. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Ich glaube, da würde sonst auch eine Made helfen, ne? Ne, Maden ist ja erst, wenn es fault. Aber Lara, guck mal, da unten ist Wasser. Du wolltest dich waschen. Ja, ich habe mich schon gewaschen. Danke. Ah, okay. Ich bin schon wieder sauber. Ich habe ein Ei gefunden. Oh, sehr gut. Soll ich das mal kochen gehen? Nimm's doch erstmal mit. Ich weiß jetzt nicht, wie euer Ernährungszustand ist. Luzi, komm mal. Meiner ist ziemlich gut. 1, 2, 3. Ach, das ist der mit den Dornen. Ich hab da. Oh shit. 1, 2, 3. Hat da jemand nicht zugehört? Wir bekommen eventuell gleich Besuch. Lara ist vergiftet und Früchte, Hilfe. Ja, ich habe noch ungefähr 100 Tabakverbände. Tabakverband kann ich mir... Danke. Den hätte ich mir sonst auch selber machen können. Entschuldigung. Weil sie nicht zugehört hat, Stray. Weil sie nicht zugehört hat. Nein, ich wusste nicht, dass das der ist. Es gibt nur einen Baum mit Dornen. Ja, aber... Ich habe die Dornen nicht gesehen. Ich gehe mich mal schlafen legen. Ups. Da hinten laufen schon wieder Leute. Warum läuft ihr den dann hinterher? Dankeschön, Baschu, damit ich das auch ja nicht vergesse. Ich
glaube, hierher kommen die nicht, Luzi. Also damit wir das jetzt einmal alle wissen, der Baum mit den Dornen tut weh beim Fällen. Wahrscheinlich lässt er sich noch nicht mal fällen. Ich lasse den Baum mit den Dornen in Ruhe, ne? Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Der hier, ne? Moment, ich muss gerade einmal gucken, ich habe irgendwo gehört. Ich hab dir mal einen Igel weggemacht. Okay. Also der hier direkt vor uns, neben uns, der da. Ja, genau der. Okay. Wirklich der? Zwei Mannequins, die ganze Zeit hier im Wasser rumlaufen und ein Driller, der backt. Auch noch ein verflicktes Bananenblatt. Ich guck gerade, ob ich hier irgendwie eine kleine Bananenpflanze finde. Schon an. Okay. Wer guckt den Scheiterhaufen an? Danke. Wie das immer klingt. Was? Wenn ich sage, wer guckt den Scheiterhaufen an? Ich nicht. Meistens. Dafür kriegen wir auch Punkte. Oma, hallo. Was geht alles, was Beine hat? So. Luzi, eine Schweigeminute. Basti sticht in die Leiche. Wenn du Green Hell zockst, bin ich öfters da. Das ist heute, weil wir mal die eine Erweiterung ausprobieren. Also nicht das Hauptspiel, sondern irgendwas mit Amazonien. Aber Schuhe. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, ich bin für das, was ja. Luzi sagt. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe auch von diesen roten Pflanzen mal noch welche mitgenommen. Falls wir nochmal so jemanden treffen. Okay. Sind das die roten Pflanzen? Ja, was anderes. Was? Nein, das war lila.
aber jetzt kann ich den Tabak hier nicht mitnehmen, weil ich hier keine Axt ausrüsten kann, Manu. So, warte. Ach so. Oh, okay, ja, ich hab's verstanden. Überall ich schlurft. Gib mir nochmal einen Link. Bitte was? Ach, du gehst dich hinlegen. Ja, es ist jetzt 4:15. Ich glaube, wir könnten dann gleich. Luzi, wo willst du hin? Ich glaube, wir könnten dann gleich nochmal zu dem Fiebertypen gehen. Ja. Ich habe 3 volle Bidone dabei. Ein voller Bidon und ein leerer. Ich habe tatsächlich 3 volle Bidone. Warte. Einmal Bidontausch. Ich komme zu dir. Willst du den leeren haben? Da. Nee, das ist der volle. Ja, ich. Brauchst du. Nö, ich hab einen vollen, das reicht. Achso, nee, dann ist gut. Ich leg mich mal kurz hin. Ja. Ich habe mit Luzi nur einen Bidonentausch gemacht, voller Bidon gegen leeren Bidon. Ah. Übrigens, Hami. Ja. Wann wollen wir denn das Fahrkreiding machen? Das ist mir grundsätzlich Schnuppe. Also nächste Woche, unter der Woche nicht abends, weil ich nämlich nächste Woche diese ekelige, menschenfeindliche Frühschicht habe. Nee, unter der Woche finde ich eh irgendwie immer doof, weil dann, außer wir hätten beide am nächsten Tag erst später oder so, weil... Ich finde das immer so doof, wenn man mittendrin irgendwie aufhören muss. Ja. Baschi, wo gehst du schon wieder hin? Ums Dorf herum. Warum? Das ist tatsächlich... Suche nach Pfeilen. Nach Dingen hier. Vögel? Ja, für Pfeile. Willst du vielleicht ein paar Federn von mir? Nö, brauche ich, hab jetzt was. Will jemand Federn für Pfeile? Ich gucke mal eben, aber ich glaube, ich habe auch welche. Ja, ich habe 16 Federn. Luzi, brauchst du Federn? Ich bin mir nicht sicher, ob das im Kopf schon ist. Mrs. Willow, danke schön. Ich weiß, ja? es ist der alte Abo. Was? Ja, Mrs. Willow hat doch von Bashur wieder so ein Halbjahres-Abo-Gedöns gekriegt. Aber so. Das ist jetzt schon der 7. Monat. Ey, das ist so krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ich dachte gerade, du hättest Bashur der Alte genannt. Wär nichts Neues. Ja, aber ich war trotzdem ein bisschen irritiert. Nein. Er nennt sich selber mal alt, aber sind er und ich gar nicht so weit auseinander, was das Alter angeht. Naja, nachdem ich seinen Bart gesehen habe, würde ich das jetzt nicht unterschreiben. Meinst du, er lügt? Mrs. Willow, kurze Frage, wie alt ist Bashur? 136. Mrs. Willow, du bist maximal 29. Ja, maximal. Also ich werde nächste Woche 23 insofern. Oder warte, lass mich rechnen. 22 werde ich. Bashur, zum Thema, ja, schlag drauf auf den Arm. Meine Hände sind so klein, dass ich, wenn ich vorwärts laufen will, in keinem Fall in irgendeiner Weise auf 5 drücken kann, geschweige denn auf meine F-Tasten oben. Also von daher, ne? Hui. Das ist wirklich klein. Ja. Ich kann nicht, also ich komme nicht bis zur 5, wenn ich gleichzeitig W gedrückt halte.
Was denkst du, warum ich in Phasmo die Push-to-Talk-Taste woanders hinmachen muss, als ob ich B oder V getroffen hätte? Ich frage mich gerade, ob es da dann eine extra Methode gibt, um Menschen wie dir 10 Fingertippen beizubringen, weil das würde ja bei dir rein. Das würde ja gar nicht funktionieren. Nee, das funktioniert auch nicht. Ich mache 8 Fingertippen und bin aber fast genauso schnell wie mein Mann mit 10 Fingern. So, hier wow. Sind noch ein paar Kokosnussschalen, in denen Wasser drin ist. Füllt mal eure Bidone auf, falls die noch nicht voll sind. Bei einem von den Schalen müssen wir mitnehmen, um das Fiebersüppchen für den anderen da zu kochen. Ich habe nur 8 dabei, ich lege mal ein paar hier ab, ne? Dann nimm eine mit. Ich habe jetzt alle leer gemacht. Ja, das Problem ist, Mrs. Willow, kleinere Tastatur, ja, aber dann treffe ich die Tasten nicht mehr. Weil dann sind die woanders als gewohnt. Hm. So. Sollen wir dann zu dem Fibo... Jetzt ist Luzi wieder da hinten. Nein, die steht da am Dorf ran. Achso, wir müssen da lang, okay. Fieber-Typ. Basti, kommst du mit oder bleibst du im Dorf? Ich komme mit, ich leg nur die... Denkst du dran, eine mitzunehmen? Ja, ich nehme sogar 2 mit. Wo läuft die hin? Hier. Entschuldigung, ich habe euch gerade umgeschmissen. Es tut mir leid. Also, wisst ihr, wie das jetzt hier lang geht? Weil ich wäre jetzt hier sonst den Fluss runtergegangen. Ja, ich wäre auch da lang gelaufen, weil da sind wir hergekommen. Ich wäre einfach jemandem hinterhergelaufen. Moment, Luzi stellt, glaube ich, irgendwas her. Immer schön bei Buzzer aufpassen, sich wird vorhin gestochen. Könnt ihr kurz warten? Luzi steht noch da hinten in ihrem Inventar. Kein Problem, wir stehen hier am Buzzer. Letzte Buzzer. Ohne gestochen zu werden. Da sind Nüsse runtergefallen. Warte. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo du bist. Oder nicht? Ich komme, ich sehe dich. Ich komme. Ich bleibe in der Nähe von Basti, sonst bin ich irgendwie aufgeschmissen. Ich guck mich nur um. Ich kann das nicht aufheben. Warte. Das klingt jetzt doof, aber ich habe zu viele Verbände dabei. Ich kann das nicht aufheben. Warte. Ich guck mal, ob ich hier in irgendeiner Form Ordnung machen kann. Aber wo seid ihr jetzt schon wieder? Ganz hinten. Ich glaube, ja, das wird heute nichts mehr, dass wir zu dem Fiebertypen kommen. Ich hatte eben gesagt, Moment, ich warte auf Luzi und ihr seid halt weitergelaufen. Ja, wir haben da gewartet. Knochenrüstung, heftig, ey. Ja, wenn nicht Basti. Wenn nicht Basti, nimm die mal, weil ich kann sie eh nicht aufheben. Ich habe zu viel Kram. Ja, Lara, heb mal auf. Ja, dann musst du weggucken. Oh. Ich guck nicht drauf. Kein Platz im Rucksack. Ach Gott. Sekunde. Warum heb ich jetzt hier den ganzen Krimskrams auf? So. Wer hat jetzt meine ganzen Verbände? Naja, egal. Ich. Okay. Dann behalte.
Wie ziehe ich sie nochmal an? So. Sind wir endlich, brauche ich sowieso. Ja, das ist allerdings richtig. Schädel fest, ich komme. Ich habe an so einem Schädel festgehangen. Entschuldigung. Immer diese Schädel, die auf einmal im Weg auftauchen. Der war tatsächlich auf einmal im Weg. Ja, deswegen sag ich das ja. Seit wann rennen wir eigentlich so durch den Dschungel? Seitdem wir einfach keine Angst vor irgendwas mehr haben. Oh, da vorne sind welche. Ja. Das sind aber, glaube ich, die, die mich in der Cutscene angeschossen haben, die Drecksäcke. Ich glaube, die haben uns gesehen. Meinst du? Nee. Hier ist der Unterstand, wir sind gleich neben der Höhle. Ja. Links unten ist ein Einzelner. Wer ist denn jetzt hier am Snicken, ey? Oh, ich brauch mal Wasser. Voll die Anspannung so weiter. Sie hat eine Palme gefällt. Wir müssen ja auf kurze oder lang noch mal in die Höhle da rein. Scheiße, ich hab den Typen verloren. Seht ihr einer von euch? Mm-mm. Weiß nicht, ob er links rum ist oder runter den Berg. Ja, wir müssen doch eh in die Höhle rein, oder? Dann ist das doch erstmal egal. Ne, wenn er hier runter geht, da ist ja die Höhle, dann ist er vermutlich... Ja, dann töten wir ihn, dann ist es doch egal. Hier war irgendwo der Skorpion. Entschuldigung, verklickt. Bei mir Vorwürfe machen, wenn ich Luzi bei GTA aus Versehen eine Semmel. Ich habe auf den Boden gehauen. Ich habe auch auf den anderen gezielt. Ach so. Ey, der hält ganz schön lange durch hier, ne? So. Ich habe 3 volle Bidone Wasser. Wenn ihr Wasser braucht, sagt Bescheid. Und ich habe einiges an Stöcken dabei. Braucht er einen Aschenverband? Nee, der braucht diese Brühe, glaube ich, die Luzi eben gemacht hat. Ja, der braucht eine Verletzung am Arm. Wenn du dich direkt vorhin stellst, kannst du den Arm anziehen. Tabak nicht. Normaler Blattverband auch nicht. Oh, warte. Herstellen. Asche. Hier, Kamerad, willst du den? Nee, den willst du auch nicht. Hey, was für ein Verband war denn das jetzt hier für die Dingens? Ah, es hat nur jemand angeguckt, während ich ihm den verband. Oh. Luzi, ich nehme an, dass das ein anderer ist, weil wir jetzt so lange weg waren. Hm? Wir brauchen noch 53 Wasser. Ja, Mensch, ich mach gerade Feuer für das... Gebräu.
19. Ich habe noch 59. Luzi, war das nur Wasser und dieses rote Zeug? Ich habe ihm schon mal das Trinken gegeben. Was? Ich kann ihm das nicht geben, Luzi, ne? Hat jetzt jemand die Schale? Ne, die Schale liegt da gerade. Hier, trink mal noch einen Schluck. Guckt einer von euch die Schale an? Nein, ich versuche ihm gerade da was zu trinken zu geben. Ich kann ihm die Infusion geben. Ja, dann mach das. Du Penner, ey. Nimmt er nicht? Gott, der wippt zu stark. Wie machst denn du das? Ich stehe hier neben ihm. Jetzt, ey. Nee, das war's nicht. Doch, er hat jetzt, glaube ich, nur noch 4 Fieber. Nee, die hatte er ja vorher. Müssen wir vielleicht die Infusion irgendwie infusieren, so? Müssen wir dem Typen irgendwie eine Nadel besorgen oder sowas? Das ist ein Junk. Ich habe ihm ja jetzt Schmerzmittel gegeben. Ah, nee, es hat nur einen Moment also gedauert. Doch, nee, Schmerzmittel. Was? Ja, Schmerzmittel heilt alles. Wo sind? Weiß ich nicht. Aufgelöst.